Tom. Guten Tag, Annette, guten Tag, Tom. Setzt euch doch. Schön, dass wir uns heute wieder sehen. Ich nehme es an, es geht wieder um irgendein oder mehrere Probleme. Ja. Ja? Fangen wir doch, steigen wir gleich ganz direkt ein. Was ist denn? Man sieht ja, dass es zwischen euch ein bisschen angespannt ist. Ne? Habt ihr wieder zu Hause Probleme mit Weihnachten bekommen? Jedes Jahr? Wollen wir damit anfangen? Oder? Ja, okay, fangen wir damit an. Also wieder die Weihnachtsfrage. Ja, ja. Wieder könnt ihr euch nicht einigen, wie ihr es feiert, was gibt es zu essen? Doch, machen wir Geschenke, wir wissen ganz genau, was wir essen. Ihr wollt. Wisst, was ihr essen? Na, das ist doch immerhin naja, was. Das sagst du. So einfach ist das nicht. Also ist es doch wieder das Essen, das habe ich gesagt. Ja, das Essen ist schon. Ja, aber ich spreche noch mal über ein Problem. Also ich meine, ist es jetzt, seid ihr immer noch aufgeteilt in vegetarisch, nicht vegetarische Fraktion? Wir wollten uns eigentlich auf traditionelles Essen. Ja, also dann nicht also vegetarisch einigen. Ja, genau, nicht vegetarisch. Oder pescatorisch einigen. Bitte? Na, wie heißt das? Pescatorisch. Aha. Pescatarisch. Ja, genau. So, na dann ist doch schön, wenn ihr euch geeinigt habt. Nee, schön, wir haben uns aber nicht geeinigt. Nee. Ihr habt euch nicht geeinigt, weil ihr dann doch euch nicht einigen wolltet, auf was genau ihr so Essen haben wollt oder wer es kocht. Nein, sie will was kochen und. Du nicht? Er will es nicht. Ich will es nicht. Nein. Du willst das nicht essen, was sie nein, kocht? Nein. Kocht sie so schlecht? Nein, sie kocht so schlecht. Sie kocht super, aber, dieses blöde Vieh. Dass ich da zubereiten will. Also du willst einfach wieder Karpfen machen, so wie immer. Ja. Und du Karpfen, willst keinen Karpfen. Nein, ich will keinen Karpfen. Weil du lieber Karpfen lebendig hast. Ich will lieber Kabeljau kaufen. Karpfen ist. Okay, also das verstehe ich, aber ganz ehrlich, Leute, dafür, dass ihr hergekommen seid, ist mir das Problem ein bisschen zu pinzelig. Karpfen oder Kabeljau. Wir haben ja noch ein zweites. Es gibt also noch ein Problem, dachte ich mir doch. Klappt's wieder nicht im Bett, ha? Doch. Doch. Das ist doch meine gute Nachricht. Doch. Ich sage, bei dir habe ich schon was bewirkt. Ja. So, schön. Also im Bett klappt's wieder. Ja. Sind's die Klamotten, wie beim letzten Mal, ha? Die Kleidung, die wieder nicht, wo ihr euch nicht einigen könnt, wer sich wie anziehen soll. Nee. Auch das nicht. Ihr habt ja für offensichtlich, habt ihr über was. Zwei verschiedene Meinungen. Ich nehme an, es ist auch weihnachtlich wieder das Thema. Nee, ne? Das ist eigentlich das ganze Jahr über. Ja. Ihr Problem. Also ich finde, das ist kein Problem, was ihr Also ich finde schon, dass du das Problem bist. sagen, geht es aber nicht um Gerüche, oder? Nein. Sind es die stinkenden Füße wie vor drei Sitzungen? Nein. Das hat sich geändert. Mit Puder alles gut. Aber es ist trotzdem das ganze Jahr über. Ja. Aber also Sex ist es ja nicht. Wer nimmt Anstoß? Ich nehme. Nein, das ist gar nicht wahr. Nein, also es ist mehr die Menge des Sexes. Ich nehme alles nach. Es ist. Sie ist so unordentlich. Nein, das wäre ja nicht mein Problem. Das ist Ihr Problem. Das Unordentliche ist Ihr Problem. Das würde mich aber stören als Partner. Also mich stört das nicht, weil ich kriege das ja gebacken. Aber er räumt sie immer an, das hinterher, hat sie gerade gesagt. Ja. Und das regt sie auf, dass du ja hinterher räumst. Das regt sie auf. Das macht sie wahnsinnig, dass du ja hinterher räumst. Das ist dermaßen. Es muss alles so einfach sein. Bist du ein bisschen zu sehr penibel? Bist du an? Ganz akkurat, ja, du hast einen Ordnungszwang. Da müssen wir noch meine nächste Sitzung vereinbaren. Ordnungszwang.